Jeder Geburtsmonat hält für uns alle etwas anderes bereit. Wenn du zum Beispiel im Juni geboren bist, bist du wahrscheinlich viel nachsichtiger als die meisten. Ganz gleich, in welchem Monat du geboren wurdest, es sagt viel mehr über dich aus, als du vielleicht erwartest. Im Folgenden gehen wir auf jeden Monat ein und zeigen, welche dominanten Eigenschaften die Menschen haben, die in diesen Monaten geboren sind. Auch wenn nicht alle diese Eigenschaften auf jede einzelne Person zutreffen, sollten sie dennoch bei den meisten stimmen. Das sagt dein Geburtsmonat über dich aus. Januar. Menschen, die im Januar geboren sind, sind oft sehr verantwortungsbewusste Menschen, die aber auch eine wilde Seite haben. Du bist wahrscheinlich ein sehr disziplinierter Mensch, aber du erwartest wahrscheinlich auch das Schlimmste von den Menschen um dich herum. Es scheint so, als ob du einfach nicht lernen kannst, deine Ansichten so zu vertreten, wie du es vielleicht brauchst. Februar. Als jemand, der im Februar geboren ist, bist du wahrscheinlich ziemlich unabhängig. Insgesamt bist du ein sehr unkomplizierter und gutherziger Mensch, der an andere denkt, bevor er sich selbst in den Vordergrund stellt. Sicher, der Februar wird nicht oft als Monat der Kreativität angesehen. Aber er bringt wirklich einige der kreativsten Menschen hervor. März. Menschen, die im März geboren sind, sind oft sehr ruhig und in sich gekehrt. Wenn du in diesem Monat geboren bist, schwimmst du wahrscheinlich eher mit dem Strom, als dass du darum kämpfst, aufzufallen. Du zeigst dich nur denjenigen, die dir am meisten Aufmerksamkeit schenken, von deiner freimütigen Seite. Du bist ein Mensch voller Leidenschaft, aber du magst es nicht, sich ständig zu zeigen. April. Der April ist ein großartiger Monat, um geboren zu werden. Wenn du im April geboren wurdest, bist du höchstwahrscheinlich ein Mensch mit viel Charisma. Du bist jemand, den viele Leute bewundern und der sich immer durchsetzen kann. Mai. Menschen mit dem Geburtsmonat Mai sind sehr liebevoll eingestellt. Sie verbringen viel Zeit damit, ihre Mitmenschen zufriedenzustellen und vergessen dabei, wie wichtig ihre eigenen Gedanken und Bedürfnisse sind. Du bist zwar ein hartgesottener Mensch, aber auch jemand, der auf die richtige Art und Weise extrem selbstlos ist. Juni. Menschen, die im Juni geboren sind, sind sehr interessant, um es vorsichtig auszudrücken. Sie lieben es zu reden und sind oft sehr gesellig und bereit, neue Leute kennenzulernen. Diese Menschen halten sich oft nicht zurück und können die meisten Menschen schon kennenlernen, ohne sie vorher zu kennen. Bevor wir mit dem Video fortfahren, nimm dir doch bitte einen Moment Zeit, um diesem Video einen Daumen hoch zu geben. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Glockensymbol zu aktivieren, damit du keines unserer Videos mehr verpasst. Juli. Als jemand, der im Juli geboren ist, bist du wahrscheinlich ein sehr fürsorglicher Mensch bis zu einem gewissen Grad. Du kümmerst dich zu viel und das bringt dich oft in Schwierigkeiten. Du flirtest gerne und gibst immer dein Bestes, um die Liebe zu finden, auch wenn sie nicht so ist, wie du vielleicht denkst. August. Menschen, die im August geboren sind, lernen schnell, sich zu behaupten. Sie haben eine scharfe Einstellung und wissen genau, wie sie diese richtig untermauern können. Auch wenn du gerne mit Menschen zusammen bist, die im August geboren sind, können sie in vielen Fällen nicht der beste Einfluss sein. September. Menschen, die im September geboren sind, sind voller Tatendrang. Sie tun ihr Bestes, um erfolgreich zu sein und akzeptieren oft kein Nein als Antwort. Je mehr du mit einem im September Geborenen ringst, desto mehr wirst du dich zurückgesetzt fühlen. Diese Leidenschaft ist viel intensiver, als den meisten bewusst ist. Oktober. Wenn du im Oktober geboren bist, bist du wahrscheinlich nicht gerade der Mittelpunkt der Party. Menschen, die in diesem Monat geboren sind, sind sehr entspannt und machen gerne ihr eigenes Ding. Sie verschwenden ihre Zeit nicht mit dem Versuch, sich anzupassen, denn sie wissen, dass sie am Ende des Tages so gut sind, wie sie sind. Diese Menschen mögen vielleicht keine Veränderungen, aber sie haben auch keine Angst vor ihnen. November. Menschen, die im November geboren sind, sind insgesamt sehr schüchtern. Sie neigen dazu, mehr zu denken, als sie sollten, und sind deshalb oft nicht bereit, Risiken einzugehen. Diese Art von Menschen braucht viel Geduld.
Dezember. Im Dezember geborene Menschen sind oft sehr eigensinnig. Sie sagen gerne, was sie denken, und man kann sie nicht davon überzeugen, ihre Meinung zu ändern. Niemals. Je mehr du gegen sie ankämpfst und versuchst, sie dazu zu bringen, die Dinge so zu sehen, wie du sie siehst, desto mehr wirst du hinter ihnen zurückbleiben. In welchem Monat bist du geboren und treffen die Aussagen auf dich zu? Schreib es uns in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ihm ein Like da und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren.